Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu State of Decay 2. So, weiter geht's in unserem Zombie-Überlebensspiel. Und ja, wir sind jetzt auf der Suche nach Peak und müssen mit ihr über ein Heilmittel sprechen. Wir brauchen noch eine letzte Zutat und die zu finden wird auf jeden Fall relativ schwierig, weil dafür müssen wir ein paar Zombies töten. Und diese Zombies sind nicht gerade leicht zu töten, muss ich dazu sagen. Okay, muss mal schauen, wie man rennt. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Zombie-Nachahmen, das ist cool. Okay, wir schauen mal ganz kurz auf die Karte. Und sprechen mal als nächstes mit der netten Dame da oben. Ich glaube, die müsste hier auch irgendwo sein. Ich ist die da oben? Sprich mit Compton, ich sprich mit Peak. Mit Peak müssen wir reden, aber wo ist die nette Dame? Da ist sie. Für die Herstellung des Heilmittels benötigen wir Gewebeproben von solchen Zombies. Ich habe welche aus meinem Labor mitgebracht, aber wir brauchen noch mehr. Unsere neuen Nachbarn meinte, er hätte, es gäbe in der Nähe ein paar solchen Zombies. Seuchenproben können von den Überresten von solchen Zombies gesammelt werden. Solchen Zombies versammeln sich in äußerst gefährlichen Gebieten rund um die Seuchenherzen. Solchen Zombies erkennst du am roten Eiter, der genau namensgebend für die Blutseuche ist. Okay, sammle eine Seuchenprobe von einem toten Seuchenzombie. Okay, das wird auf jeden Fall nicht einfach. Und ich glaube, wir brauchen dafür Schusswaffen. Und würde sagen, wir wechseln vielleicht auch mal zu einem anderen Charakter. Obwohl Schusswaffen eigentlich auch hier drinne sind. Schauen wir mal ganz kurz, was die Waffen so hergeben. Fernwaffe finde ich ganz cool. Das weiß ich noch nicht, was wir da für Munition. Steht es irgendwo, was wir da für Munition benötigen? 762 Patronen, okay. 762 Patrone. Sind die da? Okay. Würde ich sagen, nehmen wir noch eine Machete mit. Verbände können wir gut gebrauchen. Flasche mit Schmerzmittel. Okay. Dann würde ich sagen, tun wir die Waffe gleich mal ausrüsten. Und dann geht's los auf der Jagd nach den Seuchenzombies. Es wird auf jeden Fall schwer. Ich habe es im Vorfeld schon gesagt. Die Seuchenzombies sind ziemlich stark. Du machst dich auf den Weg. Hast du daran gedacht, deine Ausrüstung? Ja. Egal. Okay, ich würde aber sagen, kann man denn seine. Verlassen. Ich würde eigentlich gerne eine Nahkampfwaffe als erstes mal ausrüsten. Okay, es scheint irgendwie nicht zu gehen. Egal, dann würde ich halt sagen, schleichen wir uns halt an den Zombies irgendwie vorbei. Das sollte jetzt nicht so schwer sein, denke ich. Da hinten ist doch schon so ein solcher Zombie, oder? Das müsste einer sein. Ich glaube sogar, das ist einer. Okay. Da sind doch solche Zombies. Yeah, that's not gonna work. Ja, super.
Piss dich, du Viecher. Okay, da vorne ist es schon. Ist doch nicht so weit weg zum Glück. Sie kann man eigentlich relativ gut töten. Ich finde, die sind gar nicht so sehr stark. Okay, ich sollte vielleicht nachladen. Aha. Der hat auf jeden Fall was bei sich. Sehr schön. Okay, das ging jetzt relativ schnell. Wow, hallo. Ja, schön, wenn er sich mal wehren würde. Und bevor wir jetzt zurückgehen, schauen wir uns hier allerdings nochmal um. Gibt es ja mit Sicherheit noch ein bisschen was zum Plündern, hoffe ich doch. Okay, da ist nichts mehr. Oh. Ja, Ort nicht sicher, ja, schön. Das war's? Okay. So, gibt's hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Es sieht echt nicht so aus. Bisschen blöd. Not a shambling corpse to be seen. The outpost is up and running. Sehr schön. Nee, wir brauchen eigentlich auch aktuell nichts mehr. Okay. Gut, dann gehen wir da zurück. Ich will es auch gar nicht so sehr viel Zeit verlieren, wenn ich ehrlich bin. Denn wir müssen ja schließlich unserem Kollegen da helfen, der die Seuche irgendwie hat. Und ja, da bietet sich das natürlich an. Ja, jetzt bin ich mal sehr gespannt, was mit dieser Blutprobe hier passiert. Oder dieser Seuchenprobe. Da scheint man ja irgendwie ein Heilmittel herstellen zu können damit. Keine Ahnung. Anscheinend. Sehr schön. Jetzt, wo müssen wir das hinlegen? Schließfach. Stell das Heilmittel auf der Krankenstation her, okay. Krankenstation war unten. Regenkollektor benutzt, das war glaube ich auf der anderen Seite. To make the cure for my buddy. We should get on that as soon as possible. Okay, da kann man Betten bauen, das war jetzt auch nicht, ist jetzt nicht so wichtig. Krankenstation war glaube ich hier, wenn man hier rausgeht. Hier müsste die Krankenstation sein. Okay, Blutseuche stabilisieren, medizinische Gegenstände, medizinische Hilfe. Weiß eine Person die Anlage und die Ausbreitung stabilisieren. Okay, sehr schön. Cure in hand. We'll have you feeling better in no time, my friend. Any progress on getting that cure made? I mean, it's only life or death for me. Rennt denn der hin jetzt? Hallo? Bleib hier. Junge, wo rennst du hin? Fuck. This blood plague bullshit. You're gonna pull through, you hear me? Okay, komm. Hell. Ja, helfen dir jetzt. Ich hoffe, dass es was bringt. Ziel erreicht! Geil, Leute!
Sprich mit Vern. Schön, dich zu sehen. Begleiter anwerben. Sehr gut. Sprich mit Schweiß in deiner Basis, um mehr über die solchen Zombies zu erfahren. Okay. Ich weiß gar nicht, wer Vern war. Okay, das ist Compton, das ist ja schon mal nicht. Wer ist Vern? Der Vern. Müsste ja hier irgendwo sein, der Typ. Hier vielleicht? Nö. Hier ist vielleicht einer, auch keiner. Hä, wo soll denn der sein? Twice. Ah, da vorne wahrscheinlich. Ja. Solchen Zombies wandern nicht ziellos herum. Sie scharen sich um solchen Herzen. Aber wenn du das Herz zerstörst, bist du auch die Zombies im Gebiet los. Bringen wir ihn um. Wir können nicht mit zu vielen solchen Zombies in unserer Nähe leben. Sehr schön. Solchen Herzen. Diese schreckliche Fleischhügel erscheinen Ausgangspunkte für die Blutseuche zu sein. Im Gebiet um sie herum wimmelt es meistens von solchen Zombies. Ein solchen Herz schaltet man am besten mit Sprengstoff oder Feuer aus. Okay. Solchen Herzen sind mit Schlagwaffen schwer zu töten. Sprengstoff und Schusswaffen sind aber ziemlich effektiv. Gut zu wissen. Okay, dann würde ich sagen, hat die irgendwie Sprengstoff? Hm. Rolle mit Feuerwerkskörper, Dosenbombe. Oh, das ist nicht schlecht. Ich gucke jetzt noch mal kurz, was wir ausrüstungsmäßig verfügbar haben. Vielleicht haben wir ja irgendwie Sprengstoff drinne. Ich habe jetzt noch auch mich gar nicht so wahnsinnig gut umgeschaut. Toll, Gourmet. Seuchenprobe. Röhre mit Feuerwerk. Rauchgranate. Ja, eine Granate wäre natürlich auch genial, das ist klar. Oder einen Molotow oder irgendwie sowas. Ah, Molotow-Cocktail. Sehr schön. Tut auf jeden Fall nicht schaden. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir das mal aus. Diese Seuchenherze dazu zerstören. Mal schauen, ob es uns gelingt. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich müssen wir erstmal die ganzen Zombies außenrum töten. Und ja, um halt... Ja, geil. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Jetzt haben wir probieren es mal mit dem Molotow-Cocktail aus. Upsala. Ich renne ja hier nicht alleine rum, ne. Es sind zwei Kollegen dabei. Ist ja schon mal nicht schlecht. Sehr schön. Na kommst, oder? Schlag mal jetzt hier noch ein paar Wurzeln. Wie sieht's aus? Ah, es ist schon cool, dass man denen jetzt helfen konnte. Das gefällt mir sehr gut. So, sehr schön. Vorne müsste es ja schon sein, glaube ich. Ja, da ist schon dieses rote, dieser rote Nebel, seht ihr ihn, Leute? Da müsste dieses Herz irgendwo drinne sein. Okay, ich würde sagen, wir tun erstmal die Zombies in der Nähe töten. Sehr gut. Plague Zombies in all directions. Better be careful. Okay. Plagueheart in sight.
Wirf den Sprengstoff an die anvisierte Stelle, okay. Ist klar. Da vorne ist noch so ein Vogel. That's not good. Ja, passt schon. Was hat denn der noch bei sich? Oh, kann man gut gebrauchen. You never do get used to the smell. Okay, ist auf jeden Fall noch nicht weg. Oh, die Zombies sind wütend, wie es aussieht. Ja, da kommen schon mal ein paar. Wenn sonst nichts ist. Sehr gut. Oh, da ist auch noch mal einer. Hi. Okay, wir müssen probieren, das scheiß Herz zu zerstören irgendwie. Ja, das war jetzt nix. Oh, wie lange. Alter, wie viel halten das Herz aus? Kann ja eigentlich auch auf das Herz schießen, oder? Our fuel tanks are getting close to empty. This ain't working for shit. Oh, look, it's done. The play card is destroyed. Sehr gut, wir haben es geschafft. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Seuche auslöschen. Du wirst auf mehrere Seuchenherzen stoßen, die in dein Territorium verteilt sind. Um sicher zu sein, musst du sie alle finden und zerstören. Jedes Herz, das du tötest, macht die anderen stärker, als würden sie sich auf dich vorbereiten. Ja, das sind ja rosige Aussichten, Leute. Tagieren. Okay. Dann würde ich sagen, tun wir hier noch die Sachen durchsuchen. Oh, das ist sehr schön. Sprich mit Trice. Na gut, Leute, dann würde ich sagen... Ja, geht leider nicht. Dann würde ich sagen, kehren wir wieder nach Hause zurück. Und... Ja, dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon für diese Folge. Wir haben jetzt einiges erledigt. Wir haben unseren Kollegen retten können, haben ein Seuchenherz zerstört, also eigentlich alles geschafft, was wir uns so vorgenommen haben. Was ich ganz cool finde. Oh! Fragezeichen. Ich sagen, gehen wir da noch schnell hin. Das ist ja gar nicht so weit weg. Aber vorher würde ich gerne meine Waffe wechseln.
Und ja, die ist natürlich um einiges besser. Wenn wir sie schon gefunden haben, weißt du, dann kann man sie auch gleich nutzen. So. Ich glaube, der Überlebende, der ist ja sogar relativ in unserer Nähe. Wir müssen ja sowieso in die Richtung. Und ich glaube, der ist ja schon relativ... Da gehen wir jetzt natürlich wieder nicht hoch. Mann. Hier vorne irgendwo. Man beschafft ja allein. Oh, hier sind doch ganz schön viele Zombies. Schnell hinrennen, der braucht unsere Hilfe. Das doch gar nicht. Hä? Ich wurde von meiner Gruppe getrennt. Könntest du mir helfen, zu unserem Treffpunkt beim Holzhaus zu kommen? That's great. Okay, dann würde ich sagen, kehren wir jetzt erstmal nach Hause zurück und helfen ihm später. Weil... Scheiß Zombies überall, du. Sehr gut. Sprich mit Twice über die Zukunft. Ich habe mich schon damit abgefunden, dass ich hier draußen alleine sterbe. Aber eure Tatendrang gibt mir Hoffnung. Es wäre mir eine Ehre, eurer Gemeinschaft beitreten zu dürfen. Ja. Machen wir doch. Kein Problem. Welcome aboard. As my first contribution to the team. I advise you to start thinking about the long term. With the right leadership, this group could be something special. Oh, one more thing. My last community had these special radios that could also send text messages. Somebody came through a while back passing them out. You should have them now. It's what my friends would have wanted. Ansehen und Führungschaft. Wenn deine Leute eine Aufgabe erfüllen, verdienen sie Ansehen in der Gemeinschaft. Überlebende mit hohem Ansehen werden zu Helden und verleihen der Gruppe Boni. Jeder Held kann befördert und zum Anführer deiner Gemeinschaft werden. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch kurz zu dem Typ da vorne und helfen ihm kurz. Der scheint ja allein bzw. verirrt zu sein, keine Ahnung. Okay. Sehr gut. Dann... Eine Ahnung, wo du hin willst. Hardly more than a bar brawl with rules, but I was so fucking proud. My career didn't go far, but the Z's, the bandits, this whole fucking world, none of it can take that pride away. Infos Überlebender. Hey. What's up? I'm looking to do some trading. Sounds like a plan. Der hat gar nichts groß dabei. Aber wo soll ich jetzt da hin? Grillmaster, Infektionsherd. Hm. Don't let the Zeds get you. Die Leben der Menschen.
What's up? Keine Ahnung, wo der jetzt hin soll oder wo der hin will. Well, that's the last of them. You want something? Okay. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da und ich sage ciao, ciao, bis zur nächsten Folge.